herzlich willkommen bei den Ödelmachern in Unterkumbach, direkt neben Heißbrock im Nürnberger Land. Heute zeigen wir Ihnen, wie man Wachs von geölten Oberflächen entfernt. Dazu müssen wir aber erstmal eins draufbringen. Das passiert zur Vorweihnachtszeit leider immer wieder. Dankeschön. Bisschen Pause, dass es wirklich fest wird, dass man nicht sagt, na klar, das war ja noch warm. Bisschen Pause, kommt in den Kühlschrank. So, jetzt haben wir die dicke Schicht, jetzt ist er auch schon hart geworden. Entfernen wir es zunächst mal rein mechanisch, was jeder machen würde, dass er zunächst mal ganz flach einfach hier drüber schiebt, logischerweise ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Dann ist das Größte schon mal weg. Aber man hat eben noch diese kleinen Stellen drauf, hier diese Kamera vielleicht. Man sieht, dass da noch was ist. Kleiner Trick. Spülwasser etwas warm machen. Halt. Auch noch ein bisschen Spülmittel. Geht. So, und jetzt einfach drüber wischen, ist es schon weg. Einfach nur ein bisschen heißes Spülwasser. Also Sie sehen hier, dass es auch keine Glanzunterschiede gibt. Der Kamera. Das Wachs ist also wirklich überhaupt kein Problem. Wenn jemand bei Ihnen sein Autogramm auf der Arbeitsplatte hinterlassen hat oder auf der Tischplatte, dann weiß vielleicht jemand, der unsere Oberflächen kennt und der Ihnen nur zeigen will, dass sowas auch leicht wieder zu entfernen ist. In dem Fall, also es ist übrigens der Edding Permanentmarker, nicht ein Glasstift oder sowas, sondern es ist tatsächlich der Permanentmarker. In dem Fall, auch das ist dann, der ist sehr schnell sehr hart. Sie sehen also, da löst sich nichts mehr. Gibt es das Kunos Pflegeöl und da muss man drücken und drehen, dass es aufgeht, ein kleiner Sicherungsschutz. Und dann haben wir hoffentlich ja, so kleine Schleifschwämmchen und wenn Sie das Öl auftragen, hier. So, und jetzt gehen wir einfach mit diesen Schwämmchen so lang rüber, bis das Telegramm, das Auto, so lang rüber, bis das Autogramm entfernt ist. Jetzt haben Sie dieses farbige Öl drauf, das nehmen wir natürlich ab. Öl immer mit dem Lappen abnehmen oder Pflegeöl und im Prinzip haben Sie die Oberfläche jetzt besser gepflegt, noch stabiler als sie vorher war. Also werfen Sie dem, der das Autogramm auf Ihrem Tisch pinselt, nicht gleich raus. Bleiben Sie entspannt, holen Sie sich Ihr Pflegeset aus dem Schrank und dann können Sie alles wieder so rum. In diesem Sinne passen Sie nur auf, dass Ihnen der Adventskranz nicht reinbrennt. Alles andere können Sie problemlos von unseren Oberflächen, egal ob Küche, Esstisch oder wo auch immer, entfernen. Nachtkästchen. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald.